I've seen things. A few things before. Left the sun and moon behind. Das Spiel No Man's Sky hat kürzlich ein neues Update von Hello Games erhalten. Die Erweiterung Singularity Expedition für No Man's Sky ist seit kurzem für 5 Wochen zugänglich. Etwas mehr als 1,5 Minuten lang beschreibt der Trailer die Inhalte, die uns erwarten. Singularity Expedition ist im Gegensatz zum Rest von No Man's Sky sehr storybasiert und bietet euch die Fortsetzung des Interceptor-Kapitels, welches im April veröffentlicht wurde. Die Entwickler wollen noch nicht zu viel über die Story verraten, aber erzählen uns schon, dass es um künstliche Intelligenz und darum, was es bedeutet, lebendig zu sein, geht. An answer for you? Yes, but you're not gonna like it. It doesn't matter, we must know it. All right. The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything is... ...42. Yes, yes, I thought it over quite thoroughly. It is, it's 42. Spieler werden auf ihrer Reise von Robotern begleitet und erhalten für den Abschluss der Erweiterung einen von 2 Roboterkörpern als kosmetische Option. Das Science-Fiction-Erkundungsspiel No Man's Sky wurde 2016 veröffentlicht und spielt in einem zufällig generierten Universum. Es gibt eine Menge Planeten und Sternensysteme zu entdecken. Auf dem intergalaktischen Spielplatz kann man wahlweise erkunden, farmen, bauen, handeln, kämpfen oder einfach nur versuchen, zu überleben. No Man's Sky ist derzeit für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und PC erhältlich. Folgt uns auf gametv.ch für mehr tägliche Game News. Bis zum nächsten Mal. Eure Anna.